Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einer Endstufe aus dem Hause Jackson. Das ist so ein typischer Hersteller, der ein paar Jahre lang mal bei uns zu finden war, aber sich dann irgendwie so ein bisschen vom Markt verschwunden ist. Handelt sich erstmal um eine typische analoge Class AB Endstufe mit erstaunlich großen, fetten Kühlkörper. Wir sehen ein paar lustige Aufdrucke. Sie ist blau lackiert. Gibt uns ein bisschen Auskunft über so ein paar Daten, die eventuell hier kommen können. Eine lustige Bedruckung mit 1000 Watt. Wie die meisten Hersteller dann so draufdrucken, was tatsächlich rauskommt, erkläre ich euch damit am Video. Dimensioniert ist so ordentlich. Verschraubung für die Endstufe finden wir hier an den Seiten. Sieht überschaubar aus, sieht okay aus. Können wir mit leben, reicht uns voll und ganz. Wie sieht es an den Seiten aus? Wir haben vergoldete Anschlüsse, das ist ganz okay, ja, gibt so nichts zu meckern. Wir haben eine mehrfarbige Betriebs-LED, die dann auf grün leuchtet für betriebsbereit oder rot für Störung, wenn irgendwas mit der Anlage nicht funktioniert. Unser Anschlussblock, hier haben wir Ground, mittig haben wir Remote für das Einschaltsignal vom Autoradio und rechts Plus für die Betriebsspannung, die von der Batterie kommt. Wir haben eine 40 Ampere Stecksicherung drin, Standard, und dann haben wir unsere Lautsprecherpaare Rear und Front, die man dann für Subwoofer-Betrieb oder Lautsprecherbetrieb nutzen können. Die können wir auch brücken, das seht ihr hier unter Bridget, indem ihr von dem einen Kanal hier Minus, von dem anderen hier Plus drüben nehmt und auf der anderen Seite genauso. Damit habt ihr dann ein bisschen mehr Leistung im Brückenbetrieb für den Subwoofer. Auf der anderen Seite, wie schaut es da aus? Wir haben mittig unsere Cinch-Buchsen sitzen, verschraubt, vergoldet, ganz in Ordnung. Seitlich daneben haben wir jeweils die Eingangsregler für die Cinch-Eingangsspannung, die sind stufenlos regelbar. Bitte nicht auf Anschlag drehen, habt ihr diese Regler auf Anschlag, ist die Anlage falsch eingestellt. Das ist so. Ohne Diskussion, macht's bitte nicht, sucht euch den Rat bei jemandem, der es einstellen kann. So, dann finden wir hier den Superbass. Ja, okay, cool. Früher nannte man es Bassboost, dann nannte man es mal EQ-Bass, dann nannte man es mal Q-Bass, dann hier heißt es Superbass. Den kann man schalten von 6 und 12 dB, je nachdem, wie kräftig er das Setup angepasst werden soll, wie es klanglich klingt. Die sind nicht dazu gedacht, damit ihr lauter werdet. Bitte, bitte nutzt diese nicht, um noch lauter Bum-Bum im Auto zu kriegen. Ihr macht euch am Ende nur den Subwoofer, die Lautsprecher oder irgendwas kaputt. Im schlimmsten Fall die Endstufe auch noch. Ja, und dann haben wir unsere Filter, da können wir auf Kanal 1 und 2 sagen Off oder High-Pass-Filter oder Low-Pass-Filter, bei Kanal 3 und 4 dasselbe. Der High-Pass-Filter wäre für den Lautsprecherbetrieb, der geht von 80 bis 1,2 kHz. Ob man jetzt die 1,2 kHz braucht, ist ein bisschen fraglich, weil macht eigentlich keinen Sinn. Hochtöner trennt man normalerweise noch höher. Keine Ahnung, warum der so Regelbereich so, so weit ist. Aber lieber zu weit als zu wenig. Ab 80 Hertz fängt er an. Eigentlich könnt ihr den einschalten auf 80 Hertz lassen. Das passt bei den meisten Lautsprechersystemen so voll und ganz. Beim Subwoofer sieht es so aus, wir haben einen Low-Pass-Filter von 40 bis 150 Hertz. Der wird sich dann so im Bereich von 80 bis 100 Hertz, im Normalfall wird der dann eingepegelt. Über 100 Hertz geht man normalerweise mit dem Low-Pass-Filter nicht. Und natürlich findet man den ja auf beiden Seiten. Ne? Also so sieht es aus. Leistungstechnisch, wie sieht es da aus? Ja, 1000 Watt, wie auch immer, könnt ihr vergessen. Bringen sie nicht, wie auch die meisten anderen Stufen nicht, ist es hier eine Maximalbedruckung. Es gibt auch Hersteller, die schreiben die RMS-Bedruckung drauf. Im meisten Fall ist es die Maximalbedruckung. Wir haben eine 40 Ampere Absicherung, ist so ein typischer Absicherungstyp für Endstufen mit 4x50, 4x60, 4x65 Watt RMS, Sinus, Nennleistung, wie ihr es nennen wollt. Heißt, ihr habt auf jedem dieser vier Kanäle jeweils 60, also 50, 60 Watt. Wenn ihr die brückt, werdet ihr, könnt ihr sie als Dreikanal brücken, zum Beispiel 1 und 2 Lautsprecher, Kanal 3 und 4 gebrückt für einen Subwoofer. Oder ihr drückt beide Kanäle, dann habt ihr sie als Zweikanal. Gebrückt werdet ihr an 4 um so ungefähr mit 2x 140, 150 Watt Sinus rechnen müssen. Das reicht für den Subwoofer aber auch voll und ganz aus. Ja, ist halt eine typische Einsteiger-Endstufe. Ich glaube, die haben damals um die 100 Euro, 150 Euro gekostet. Ist schon viele Jahre her. Dafür waren sie aber auch ganz annehmbar. Ja, also gibt es wenig dran auszusetzen. Leider haben sich manche guten Produkte des Herstellers nie durchgesetzt, warum auch immer das so ist. Es gab doch das ein oder andere coole Produkt, auch wie bei Raveland, was viele doch den Hersteller so ein bisschen eher schlechte Erfahrungen haben. Gab es auch dort zwei, drei Produkte, die wirklich sehr gut waren. Ja, von denen leider aber nicht mehr viel geblieben ist. Gut, ja, das war's auch schon wieder zu dem Produkt. Das bisschen an Daten, ich sage wirklich das bisschen an Daten, weil ich habe einfach nichts groß gefunden zu dem Produkt. Es ist unglaublich schwer, dort was zu finden. Schreibe ich euch dann unten wieder in die Beschreibung. Falls die mal irgendwann jemand braucht oder sucht, dann wird er über mich fündig werden.
Ich sage danke, ciao, bis zum nächsten Mal. Würde mich über Kommentare freuen. Ciao, ciao.